Blum. Frage: Zu wem gehört die schwarze Feder? Dum, 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 dum. Wollen wir jetzt wieder ein paar Sachen einwerfen und nachher das Richtige reinschneiden? Kramurks. Vogelbaum. Mein totes Griffel. Woff, woff, woff. Der lila Launebär. Pottrott. Eine Katze. Kramurks. Oh, warte. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, das könnte es sogar sein. Weil das klaut. Ja. Wir sollten alle Leute in der Gegend befragen und Informationen einholen. Wenn es nachher ein Kramurks ist, wird uns keiner glauben, dass wir nicht einfach 10 Pokémon-Namen gesagt haben. Und nur das Richtige reingeschnitten haben. Du hast ja keine Ahnung, was ich noch vorher reingeschnitten habe. Ich hab da bin dann zurückgesprungen zu Panzeiro. Und Kramo. Verdammt, jetzt habe ich's. Pottrott. Das muss für die Zuschauer völlig blöd sein, wenn wir uns jetzt das überlegen und das dann aber in den Videos eigentlich schon passiert ist. Ja, stimmt. Ich hoffe, es ist wirklich dann passiert. Ich hoffe, ich vergesse das alles nicht. Ich muss mir das wirklich dann angucken. Das wird die Christopher Nolan-Version eines Let's Plays, glaube ich. Ja. Pokémonception. Pokémonception. Wusstest du, das muss ich schnell mal sagen, das ist in, ich weiß gar nicht, hast du Gravity Falls mal geguckt? Es ist so gut. Das ist... Hast du erzählt? Das ist angeblich ab 7 in Amerika und hat Witze, die sind schon mindestens ab 16. Mommy, is the floating head going to eat us? Yes, Charlie! Yes, he will! Aber auf jeden Fall, dort gibt es auch einen Zauberspruch, in dem kommt drin vor, Inceptus Nolanus Overratus. Inceptus Nolanus Overratus! Okay, mit 7 hätte ich das, glaube ich, nicht verstanden. Eben. Aber das sind so Kleinigkeiten, die da manchmal mit drin sind. Das oder cool. Dass Sachen rückwärts abgespielt Sinn ergeben. Sowas hier wie, please no creepy spooky spells, sagt einer in der Szene. Und später kommt dann eben so ein creepy spooky spell. Und rückwärts abgespielt ist es wirklich creepy spooky spells, creepy spooky spells, creepy spooky spells. Ich wollte mal lernen, rückwärts zu sprechen. Oh, ich würde das auch gerne. Ich wollte das auch mal lernen. Ich würde es wahrscheinlich wirklich nur mir immer zurechtlegen, wenn ich es mal brauche. Für die nächste Aufnahme merke ich mir das mal. Dann sprichst du die ganze Aufnahme rückwärts. Und spielst es dann vorwärts ab. Tatsächlich, ich kenne ein Intro von einem... Song aus meiner Hip-Hop-Phase und das ist rückwärts. Das könnte ich zitieren und wenn man es rückwärts abspielen würde, würde man auch verstehen, was es das machen wir am Ende. Nee, ich will damit mich nicht outen, was für Musik ich gehört habe. Fangen wir mit der weiblichen Reinigungskraft in der Nähe des Tatorts an. Okay. Wer ist denn die weibliche Reinigungskraft? Sie nun Geschichtslehrer. Sag mal, woher wusste der überhaupt, dass da eine weibliche Reinigungskraft war? Die war doch noch gar nicht im Bild. Wir können halt auch außerhalb des Bildes schauen. Ja, ist hier noch irgendwas? Nö. Ein Mülleimer, eine Mülltonne meine ich. Na los, Pikachu, hilf mir mal. Nein. Wie spricht man, wenn man Reinigungskraft ist? Ich würde jetzt nicht so... Ich möchte da keine Stereotypen tatsächlich gerade... Bei dem Baumlastwagen wurde vorhin ein Griffel in eine Rauferei verwickelt. Genau so sprechen die. Ich wollte es nur nicht gesagt haben. Hat sich die Lage inzwischen wieder beruhigt? Ja. Zum Glück. Mir war das Ganze zu heikel, deshalb habe ich die Ecke hier eine Weile gemieden. Jetzt kann ich dort meine Arbeit fortsetzen. Ja. Das kann ich gut verstehen. So ein Krampf kann schließlich sehr, Kampf kann schließlich sehr gefährlich sein. Und ein Krampf erst recht.
Sie kann jetzt das Griffel aufheben. Boah. Das einfach in den Mülleimer gehört. Nein, das, sowas machen wir nicht mit Pokémon. Nein. Nein. Mit dem Unratütux zum Essen gegeben. Richtig. Wissen Sie zufällig, ob es ein Pokémon war, mit dem sich Griffel gerauft hat? Tja, gute Frage. Ich habe mich nicht in die Nähe getraut, also konnte ich nichts Genaueres sehen. Okay, die war jetzt Vogel-Pokémon vielleicht. Aber sie hat dann bestimmt auch das nicht gesehen. Mhm. Können Sie mir mehr über die Vogel-Pokémon hier im Park erzählen? Sicher, dieser Park besteht aus 3 Bereichen und beheimatet 4 verschiedene Arten von Vogel-Pokémon. Hm. Der Park hat 3 Bereiche? Ja, hier findest du den Brunnenbereich. Rechts davon ist der Kaffeebereich und links der Naturbereich. Hm. Das ist ja gut zu wissen. So, was gibt es denn für welche im Brunnenbereich? Weil das ist ja das, was wir brauchen. Welche Vogel-Pokémon treiben sich denn im Brunnenbereich herum? Im Brunnenbereich leben die Dussel. Im Brunnenbereich leben die. Sie schwirren meistens in der Nähe des Springbrunnens herum. Hm, okay. Was ist denn im Naturbereich? Welche Vogel-Pokémon gibt es im Naturbereich? Im Naturbereich teilen sich die mit einem. Hm, wer hätte das denn gedacht? Ein Kramus. Das ist doch das Dritte, was wir gesagt haben. Schnell zurück, als wir es gesagt haben. Kramurks. So, warte. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, das könnte es sogar sein. Oh, du tust. Ich mach's dir immer schwerer. Oh Gott, das ist. Am Ende blickt hier keiner mehr durch. Ja, ich hoffe, da raucht mir mein Laptop nicht an, wenn ich das. Du musst ja so einen Plan machen, was du so hinschneiden musst. Genau. Ich würde sagen, wir sollten dann demnächst auf Cadence of Hyrule wechseln. Oh, das ist schon fast auf 10. Ah, weiter. Weiter, okay. Ich will den Fall lösen, ich will wissen, was es war. Können Sie mir mehr über diese Pokémon erzählen? Da solltest du vielleicht weniger Schnitt einbauen. Mal sehen, die Star-Lili sind immer zu dritt. Kramux ist ein Freigeist. Was? Flattert tagsüber meistens außerhalb des Parks herum. Nein, Krabmox ist Unlicht, nicht Geist. Welche Vogel-Pokémon halten sich denn im Kaffeebereich auf? Im Kaffeebereich lebt ein. Es vertreibt sich gerne die Zeit, damit sein Gefieder zu pflegen. Was, ein Cortini? Die schwarze Feder. Wissen Sie vielleicht, zu welchem Pokémon diese schwarze Feder gehören könnte? Ja, eindeutig zu einem Krabmox. Sie stammt sicher von einem Vogel-Pokémon, aber mehr weiß ich leider auch nicht. Wow. Also selbst wir wissen, dass das ein Kramux gewesen sein muss. Aber gut, wir brauchen das nicht, wenn es Staralili war. Wisst was? Ich bin ziemlich beschäftigt. Ein Griffel wurde bei einem Baum in der Nähe des Brunnens in einen Streit verwickelt. Haben Sie das Ganze zufällig beobachtet? Ja, ich habe nichts gesehen. War das alles? Ich bin ziemlich beschäftigt, musst du wissen. Womit ist dieser Kerl denn so beschäftigt? Sagt Ihnen diese schwarze Feder irgendwas? Keine Ahnung. Scheint mir geistig wie ein wenig abwesend zu sein, der Gute. Boah. Darf ich fragen, was Sie hier überhaupt machen? Ich suche meinen Stift. Er ist mir sehr wichtig, weißt du? Nehmen Sie doch einen Griffel stattdessen. Dann entschuldigen Sie die Störung, danke. Schau an, wir sind also nicht die Einzigen, die etwas suchen. Verlorener Stift. So wie ich da zugefügt. Oh Mann, wo sollen wir denn jetzt ein Stift... Oh, Dusselgo! Oh nein! Oh nein! Oh nein, die Dusselgur! Jetzt habt ihr sie mit eurem lauten Getrampel verscheucht! Oh, das tut mir leid! Das sollte dir auch leid tun, Tim! Damit hast du nämlich gerade mehrere Verdächtige entkommen lassen! Na, hör mal, Pikachu, du bist ja wohl genauso daran schuld. Und tut mir leid, dass ich sie verscheucht habe. Dusselgur sind das also, ja? Ziemlich putzig.
Nicht wahr? Freut mich, dass du das auch so siehst. Du könntest so gut eine Navi oder so eine von diesen digitale Assistenzstimmen machen. Ich würd dich auf jeden Fall immer einstellen. Hey Marc, kannst du für mich bitte My Heart Will Go On von Celine Dion spielen? Nein, tut mir leid. Er sieht doch aus wie ein Assistent. Ja. Düsseldorf gibt's doch wie Sand am Meer. Willst du mir etwa weismachen, dass du noch nie zuvor welche gesehen hast? Sand am Meer habe ich noch nie gesehen. Ich kenne nur Sandans. Sandans am Meer. Ein ganzer Strand voll mit Sandans. In der Stadt, in der ich gewohnt habe, gab es eben keine. Stimmt, du kommst ja von weiter her. Bestimmt sind selbst die ungewöhnlichsten Pokémon in Rhyme City, die gewöhnlichsten Pokémon in Rhyme City total neu für dich. Aber zurück zum Thema, wir müssen die Düsselgo irgendwie wieder anlocken. Fragen wir am besten den Mann um Rat. Welchen Mann? Den Mann? Achso, ja, können wir ja jetzt. Erstmal Griffel. Am Baum in der Nähe des Springbrunnens wurde ein Griffel in eine Rauferei verwickelt. Haben Sie das zufällig beobachtet? Nein, tut mir leid. Ich war darauf konzentriert, meinen lieben Düsselgur Futter zu geben. Ich muss ehrlich sagen, das mit der Stimmlage kriegst du sogar sehr, sehr gut hin. Ich würde dir das abkaufen. Wenn du so ans Telefon gehen würdest. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter. Haben Sie so eine Feder schon mal gesehen? Ja, aber im Guss und Düsseldorf. Und zwar diesem da drüben. Ich denke nicht. Obwohl die Federn am Schwanz der Düsselgur sehen etwa so aus. Aber wenn du irgendwo mal ein Wort findest, so ein Pokémon-Namen, wenn vielleicht ein anderer Pokémon-Name noch genannt wird, dass du den mal absichtlich falsch aussprichst. Aber das ist... ein Düsselgur. Weißt du, dass unser Navi die Mainstraße falsch ausgesprochen hat? Mainstraße. Wirklich? Vielen Dank. Scheint, als sollten wir uns die Federn am Schwanz der Düsselgur genauer ansehen. Deswegen gucken wir jetzt erstmal Düsselgur-Schwänze an. Haben Sie zufällig eine Halskette mit blauem Anhänger gesehen? Nein, ich glaube nicht. Hast du sie hier in der Gegend verloren? Kennst du noch diese alten Sendungen, wo man SMS einschicken konnte und da gab es da so zwei... Ja, da irgendwie, das war immer so das Nachtprogramm, irgendwie so eine Art Chatroom und da haben dann die zwei Figuren, die da waren, die Nachrichten immer vorgelesen. Wusstest du, wie gut ich einen Presslufthammer imitieren kann? Pass mal auf. Geil, was? Nee, das kenne ich nicht. Nee, echt nicht? Nee, das kenne ich gar nicht. Hab ich nicht. Echt, sowas gab's? Da gab's das einmal mit einer männlichen und mit einer weiblichen Roboterstimme. Das ist schon so viele Jahre her. Krass. Ich glaube, Leute, die sich das hier angucken, also meine Hauptzielgruppe wird das eventuell vielleicht, wird da zu jung für sein. Das war so, du kennst bestimmt aber auch noch Teletext-Chats. Ich weiß, dass es das gab, sagen wir so. Gut, okay. Ja, und sowas gab es dann auch irgendwo auf irgendeinem Sender. Es war wahrscheinlich sowas, was, wenn Kika dann vorbei war und nicht gerade Bernd das Brot lief. Mist. Oder war das auf, ich glaube, das war auf Super RTL, so im Nachtprogramm. Echt? Ja. Krass. Ich weiß auch gar nicht. Doch bestimmt für lauter versaute Sachen nur genutzt wieder, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber solche Sachen waren da, glaube ich, auch mit dabei. Ach komm schon, Napoleon, gib's doch zu, dass du mich auch willst. Wie wär's, wenn wir nachher zu mir gehen, damit ich dir meine schönen Vorhänge zeigen kann? Komm schon, Napileinchen, zier dich nicht so. Zuerst trinken wir beide ein schönes Glas Rottwein zusammen und danach sehen wir mal, was uns noch so einfällt. Wirst du wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn noch irgendjemand, weiß ich nicht, Eltern... Großeltern oder sowas hat, die das geguckt haben und zufällig davon Videoaufnahmen gemacht haben.
Vielleicht sollten wir einfach mal bei YouTube suchen, ob wir es finden. Ich müsste erst mal überlegen, was man da eingeben müsste in die Suchleiste, damit das genau das kommt. Fernsehchat. Super RTL Fernsehchat, vielleicht sowas? Wir finden das raus. Wir werden... Schnitt!